Hallo, herzlich willkommen in Wuppertal. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten und wir sprechen heute über Hämorrhoiden. Fast jeder Patient, der zu mir in der Praxis kommt, sagt: Herr Doktor, ich habe Hämorrhoiden. Dann stelle ich immer die Frage, was haben Sie eigentlich für Beschwerden? Man muss auch dazu sagen, es ist nicht in jedem Fall, wenn der Patient irgendwas am After oder am Popo hat, da sind die Hämorrhoiden dafür ursächlich. Was sind Hämorrhoiden? Jeder Mensch hat Hämorrhoidalknoten. Diese Hämorrhoidalknoten haben eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und zwar, das sind Gefäßpolster. Das sind so kleine Gefäßpolster, die unseren Enddarm luftdicht abdichten können. Wenn wir die Hämorrhoidalknoten oder Hämorrhoidalpolster komplett entfernen würden, würde eine Lücke von ca. 5 bis 7 mm entstehen, was natürlich auch nicht sehr gut sein kann. Aber die vergrößerten Hämorrhoiden, wenn die entzündet oder gereizt sind, das kann Probleme machen. Welche Symptome haben eigentlich Hämorrhoiden? Häufig ist es eine Blutung aus dem After, Juckreiz oder Brennen. Manchmal merkt man, dass aus dem After irgendwas beim Stuhlgang oder eigentlich im Ruhezustand was rauskommt. Das sind die vergrößerten Hämorrhoiden. Wieso kriegt man eigentlich Hämorrhoiden? Die Ursache ist das falsche Verhalten auf der Toilette. Die Blutversorgung ist so, dass das Blutgefäß hier von oben kommt, macht hier dieses Gefäßknäuel und das Abfließen erfolgt durch den beiden Schließmuskeln. Ja? Wenn Sie auf die Toilette gehen, das bedeutet, wenn beide Schließmuskeln entspannt sind, Sie haben dieses Stuhldranggefühl, diesen Reflex und so kann das Blut aus der Hämorrhoide abfließen, wenn die beiden Schließmuskeln entspannt sind und so fällt sie zusammen und man kann eigentlich problemlos entleeren. Wenn Sie dann auf die Toilette gehen, ohne dass Sie diesen Stuhldranggefühl haben, abends zum Beispiel, wenn man eine Verstopfung hat, dann was passiert dann? Das bedeutet, der innere Schließmuskel ist angespannt, Sie haben diesen Reflex, dieses Gefühl nicht. Dann versuchen Sie zu pressen und Sie drücken die harte Stuhlsäule vorbei an prall gefüllte Hämorrhoide und so leiern Sie die aus. Und so entstehen Hämorrhoidalbeschwerden. Man kann die Hämorrhoide mit einem speziellen Medikament unterspritzen, dann wird sie ein bisschen kleiner und fester, blutet auch nicht mehr und das Jucken und Brennen verschwindet. Wenn es nicht ausreichen sollte, kann man so eine Hämorrhoide mit einem Gummibändchen abbinden. Wenn das leider nicht ausreicht und wenn sie einfach zu groß sind, dann muss leider operiert werden. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit etwas über die Hämorrhoiden erklären konnte. Wenn Sie weitere Abklärungen wünschen, würde ich mich freuen, wenn Sie mich in der Praxis aufsuchen. Sie finden uns in Wuppertal, in der Wall 21, www.darmpraxis-wuppertal.de. Vielen Dank und auf Wiedersehen.